was? Erste Hilfestation. Können wir mal hier. Garrus, also ich muss ja gar nicht zu denen hingehen. Es reicht ja, wenn ich das einfach drücke. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, bevor ich das genommen habe. Granaten gibt es auch nochmal neue. Das heißt, wir werden hier auf einen fetten Kampf vorbereitet, glaube ich. Können wir denn nicht mal hier. Okay, beides nicht verfügbar. Die haben wahrscheinlich gerade erst. Vielleicht mal ein kleines bisschen länger warten, damit ich auch wieder ein bisschen besser zielen kann dabei. So, wer trifft mich denn hier? Hahaha, scheiße. Ich sollte unbedingt mal was nehmen zur Heilung. Ich habe nicht mitgekriegt, dass die so nah waren. Verdammt. Kommt davon, wenn man nur auf diese blöden Raketendinger achtet. Aber ich bin jetzt echt allergisch gegen die, deswegen bin ich gleich auf das Ding losgegangen. Die sind so unglaublich lästig, die wollte ich, das wollte ich erstmal weg haben jetzt. Okay. So, jetzt wird den weggeräumt. Ein Traum. So, ich würde sagen, wir bleiben hier hinten in der Deckung. Und lassen uns immer mal zurückfallen. Nicht so schlau, Kollege, nicht so schlau. Bloß Abwehrdrohnen, das sind gar keine Raketendrohnen. Dann geht's, dann geht's. Okay, den da hinten würde ich sagen, nehmen wir mal mit unserer neuen hier. Wenn ich ihn denn treffe. Wackel mal nicht so, Kollege, Mensch. Das ist doch schrecklich. Kann ich ihn denn dadurch treffen? Ich glaube nicht, ne? Moment mal hier. Nicht so stürmisch mit den jungen Pferden. Nee, ich glaube, der ist dort in Deckung, obwohl wir ihn komplett sehen können. Ist er dort perfekt geschützt hinter dem Ding. Gut, dann gehen wir mal auch in Deckung. Ach, das ist Glas, wie es scheint, oder? Ich sollte mal wechseln. Ha! In your face! In your face! In your face! Der war gut. Gut, haben wir endlich die schwere Panzerung? Das gefällt mir. Jetzt weiß ich auch, wie die Nahkampfangriffe laufen. Wir müssen einfach nur auf Angriff drücken, wenn wir sehr nah dran sind. Das ist alles. Ich dachte, es gibt eine extra Taste dafür. Huch. Haben die mich schon wieder überlastet? Das ist doch nervig. What? Von wo? Ah. Ich dachte, das ist hier einer von uns. Ich dachte, das wäre Rex oder so. Kannst du mal bitte eine Heilung hier einwerfen? Hallo, Heilung? Jetzt. Das lief gerade nicht so gut. Waren mal wieder meine dämlichen Verirrungen. Weil ich einfach mal dachte, dass Rex hinter mir stand und es war in Wirklichkeit ein Batterianer. So, auf den weggefeuert. Haben wir denn einen hinter mir? Nee. Warum kriege ich gerade so unglaublich auf die Fresse? Ich weiß es nicht. So, müssen wir mal ein bisschen mit Kopftreffern arbeiten einfach. So. So, auch den mal wieder schön weggeputzt. Gefällt mir. Ich glaube, wir sollten mehr hier oben bleiben. Uff, ein Schwex. Rex, du stehst mir volle Kanne im Weg rum. Okay, was ist das zu denen? Ich glaube, das war es noch nicht endgültig. Ich belebe aber mal Garrus wieder. Warum fehlt hier eigentlich ein Skill von mir? Ich weiß gar nicht, was hier war. Ach, hier war der Overkill. Kann das sein? Warum ist der rausgerutscht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber aus irgendeinem Grund ist der Overkill weg. Wir gehen mal wieder auf das Sturmgewehr. Ich würde so gerne speichern, aber man kann während der Gefechte nicht zwischenspeichern. So, halt hier hinten. Unter uns? Irgendwo ist jemand. So. Immer ruhig mit den jungen Pferde. Kurz schauen. Schildbatterie, Panzerungsplatten. Panzerungsplatten klingt gut.
Ich will mal kurz. Wo sind denn meine ganzen Panzerungen? Ich hatte doch einiges an Zeug. Wo ist denn das hin? Äußerst komisch. Ich hatte doch einiges an Panzerungen. Wo ist denn das ganze Zeug hin? Da war auch eine schwere Panzerung mit dabei. Die wollte ich jetzt eigentlich anlegen. Das ist ärgerlich gerade. Oh. Haben sie mal wieder überhitzt. Das nervt ganz schön. Also Techniker sind schon eine ganz schön nervige Kackbratzen-Klasse. So. Haben wir das geklärt? Ab und zu mal snipern, ist halt doch ganz praktisch. Dies war es für diesen jungen Herrn. Ich weiß auch gar nicht, wo die alle sind. Hier wird aus einer übelsten Entfernung geschossen. Was ist da hinten? Was ist denn das? Ist das ein Geschütz oder was? Ja, ist es. Sehr gut. Haben wir jetzt endlich mal diesen Mist da hinten weggeräumt. Das freut mich äußerst. Oh, ich muss mich schon wieder mal... Was krabbelt denn bei mir so im Gesicht? Das ist ja unglaublich. Okay, hier hätten wir noch einiges an Explosiva gehabt, sehe ich gerade. Einfach nur so zum Spaß. Was ist das denn? Okay, speichern. Speichern geht immer noch nicht. Das heißt, wir haben noch Gegner. Ja, unten wird auch einer angezeigt. Wo ist er denn? Hm. Oh, gehen wir einfach mal rein und schauen mal. Gegner? Müsste direkt vor mir sein eigentlich. Ach, hier drinnen, wa? Stein. Nein, ich glaube nicht. Ihr Mensch. Shit, ich hätte noch speichern können. Ach. Es ahnt doch keiner, dass da gleich der Typ kommt. Ihr macht mehr Ärger, als ihr wert seid. Lassen Sie die Geiseln gehen. Dann leben Sie vielleicht lange genug, um sich vor dem Rat zu rechtfertigen. Ich bin dem Rat keine Rechenschaft schuldig. Oder Ihnen. Ich werde jetzt diesen Asteroiden verlassen. Sollten Sie versuchen, mich aufzuhalten, zünde ich diese Ladungen und dann werden Ihre kleine Helferin und Ihre Freunde sterben. Ich kann Sie nicht einfach gehen lassen, Balak. Nicht nach dem, was hier passiert ist. Das ist doch gar nichts. Ihr Menschen habt den Batterianern weitaus Schlimmeres angetan. Wir wurden gezwungen, ins Exil zu gehen. Wir mussten uns unsere Nahrung erbetteln und stehlen, um zu überleben. Und das geht nun schon seit Jahrzehnten so. Warum lassen Sie Ihre Wut an diesen Leuten aus? Sie haben Ihnen und den Batterianern nichts getan. Nichts getan? Sie meinen, abgesehen von der Kolonialisierung einer Welt, die uns hätte gehören können, abgesehen vom Stehlen der Ressourcen, die uns hätten gehören sollen? Wir waren auf uns allein gestellt, mussten uns irgendwie verteidigen. Aber die Menschen waren stärker als wir, das wussten wir. Und auch der Rat wusste das, aber es spielte keine Rolle. Ihr seid schuld, Sie und Ihr Volk. Ihr habt Schuld an unserer jetzigen Lage. Und das entschuldigt den Mord an Unschuldigen? Wir hatten doch keine andere Wahl. Manchmal muss man erst jemandes Aufmerksamkeit erregen, bevor derjenige zuhört. Ist auf Elysium darum, unsere Aufmerksamkeit zu erregen? Tja, das habt ihr geschafft. Und als wir antworteten, seid ihr feige weggerannt. Jetzt wollt ihr das alles von vorn anfangen lassen? Es reicht! Sie wissen doch gar nichts. Ich glaube, Sie wollen es auch gar nicht wissen. Und ich verschwende hier meinen Atem. Wenn Sie wollen, dass Ihre Freunde noch ein wenig am Leben bleiben, sollten Sie zur Seite treten. Wenn das die Wahl ist, dann müssen wir ihn gehen lassen und die Geiseln retten. Sie können gehen. Aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich werde Sie finden. Irgendwann. Möglicherweise. Aber ich werde dafür sorgen, dass Sie mir zumindest heute nicht folgen. Diese Sprengladungen hängen noch immer an einem Zeitzünder. Sie sollten sich lieber beeilen, wenn Sie Ihre Freunde retten wollen. Alter, du kleiner Hund. Okay, er hat ja sowieso gerade schnell automatisch gespeichert. Wir sollten ganz, ganz schnell da irgendwie... Da drüben ist die Treppe. Ist hier vorne auch eine? Ja. Wir sollten ganz, ganz schnell dafür sorgen, dass wir hier die Sprengladungen gesichert bekommen. Das ist oben, verdammt. Ich hoffe, meine Kollegen kümmern sich um die Gegner.
ich habe nämlich gerade anderes zu tun. Sprengladungen waren das also, diese komischen Teile. Na super. Komm, nimm das mal weg hier. Gleich mal durch. So. Oh, fuck you. Ich habe die falsche Waffe noch draußen. So, brauchen wir doch mal ein Medigel. Das Ding mal weggeräumt. Wunderbar. Wo gibt's Gegner? Da oben gibt's Gegner. Scheiß Abwehrdrohnen, die sind kacke. Kümmert ihr euch mal drum. Ich muss hier mal ganz schnell nach oben. Nee, da sollte ich nicht drauf schießen. Wäre eher ungesund. Okay, geh hier drin? Ich wusste gar nicht, dass es hier irgendwo reingeht. Aber gut. Nächste Sprengladung deaktivieren. Oh, komm, geh durch. Verdammt normal. Jetzt mach doch mal hier. Wow, das war knapp. Gut, haben wir das. Schnell ein bisschen Medigel eingesammelt. Das Ding mal weggeräumt. So, und jetzt noch schnell nach drüben. Die andere Sprengladung haben wir ja vorhin schon mal entdeckt. Da wissen wir ja zum Glück, wo die ist. Nämlich da vorne in der Einmündung. Wo sind denn die Gegner hier? Diese Scheiße. Ah, diese Geschütztürme, die gehen ja auf den Keks gerade. Stirr! Bastard! Okay, hin zum letzten. Und dann deaktiviert den Spaß. Wunderbar. Alle Sprengladungen wurden deaktiviert. Befreien Sie die Wissenschaftler aus der Gefängniszelle im Büro der unteren Ebene. Er ist verschwunden. Hat das seine Richtigkeit? Ihn gehen zu lassen war besser als die Alternative. Ich dachte, Sie wollten sich in Sicherheit bringen und auch da bleiben. Vielleicht hätte ich ja was tun können. Irgendwie helfen. Ich hatte das Gefühl, ich müsse hier sein. Ich kenne diesen Asteroiden besser als jeder andere. Sie haben es geschafft. Noch eine Stunde und unser Kurs hätte nicht mehr verändert werden können. Ich habe ein wenig gerechnet, Shepard. X-57 wäre in der Nähe der Hauptstadt eingeschlagen. Die am dichtesten besiedelte Region. Na, da haben wir ja Glück gehabt, würde ich sagen. Aber dank Ihnen wird das nicht passieren. Ist Katie hier drin? Geht es ihr gut? Was ist mit Ihrem Team? Balak hielt sie als Geisel. Ich habe ihn gehen lassen, um sie zu retten. Einen Terroristen gehen lassen oder Unschuldige opfern? Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden musste. Werden Sie deshalb Ärger bekommen? Ich meine, er könnte woanders das Gleiche versuchen, oder nicht? Es ist völlig egal, im Zweifel, wenn man die Wahl hat, einen, der Leute tötet, auch zu töten oder Menschen zu retten, dann finde ich, ist die Wahl, Menschen zu retten, weitaus besser. Die Chance, denjenigen aufzuhalten, und es muss nicht unbedingt immer dadurch sein, dass man ihn tötet, denn ich finde, Mord ist immer die schlechteste Alternative. Die hat man immer noch später, aber die Menschen zu retten, das ist dann nicht mehr möglich. Man kann sie dann nicht mehr zurückholen. Wie jetzt, ich bin nicht wie er. Das passt doch überhaupt nicht, oder? Ach so, wahrscheinlich darauf bezogen, dass wir uns nicht dafür entschieden haben, zu töten. Das kann natürlich sein. Ja, das könnte er. Balak schien mir praktisch veranlagt zu sein. Praktisch, aber hartherzig. Wenn er an meiner Stelle gewesen wäre, wären Miss Bowman und alle anderen Terroristen sicher längst tot. Aber ich werde keine Leute opfern, die zufällig zwischen mich und mein Ziel geraten. Und wie geht es jetzt weiter? Die Bösen kommen davon? Waren Sie mal jagen, Simon? Haben Sie sich mal an ein Tier herangepirscht? Nicht, dass ich wüsste. Ein Tier zu jagen erfordert Geduld und Disziplin. Ich werde warten, bis dieser Batterianer sich wieder sehen lässt. Ich werde mich auf ihn stürzen und dann gnade ihm Gott. Verstehe. Gut, dass Sie nicht hinter mir her sind. Shepard, danke für das Leben meiner Enkel. Ich glaube nicht, dass ich hier bleiben werde. Nicht ohne mein Team. Zu viele Geister. Es wird für mich Zeit zurückzugehen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber bevor ich aufbreche, möchte ich Ihnen etwas anbieten. Vielleicht können Sie mehr damit anfangen als ich. Als leitender Ingenieur stehen mir einige hochwertige Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Bedienen Sie sich. Sie haben es sich verdient. Ich weiß, ich verlange eine Menge, aber
Was ist mit dem Universalwerkzeug? Ich könnte sowas wirklich gut gebrauchen. Shepard, ich denke, ich habe erwähnt, dass Sie meine Kinder und Enkel gerettet haben. Was ist dagegen schon ein Universalwerkzeug? Hier, nehmen Sie es ruhig. Ich hoffe, sie wird Ihnen nützlich sein. Da wäre noch was. Sie baten mich, nach Ihren verschwundenen Ingenieuren zu sehen. Haben Sie sie gefunden? Ja, alle. Jedenfalls Ihre Leichen. Oh, verstehe. Nun denn, ist wohl besser so, als im Ungewissen zu sein. Passen Sie auf sich auf. Alles Gute, Shepard. Wir schulden Ihnen was. Universalwerkzeug, Savant 4, das klingt gut. Wir schauen mal. Haben auch einiges anderes Zeug gekriegt. Ich hätte jetzt vielleicht eher nach irgendeiner Waffe oder so schauen sollen, weil Universalwerkzeug, ich glaube, wir können das gar nicht anlegen, ne? Weil wir ja kein Techniker sind. Weil wir vor allem, weil Shepard ja kein Techniker ist. Genau, für Garrus können wir das auswählen. Das ist doch immerhin ganz gut. Und das ist um einiges besser. Heidewitzka! Auch das wäre schon viel besser gewesen, aber klatschen wir eben das mal rein. Das Nexus 2, Quatsch, das Savant 4, nicht das Nexus 2. Wow, nicht schlecht, Herr Specht. So, und ich gebe ihm auch mal eine Hammer, weil Garrus ist eigentlich ein ziemlich guter Scharfschütze. Was wir dann im zweiten Teil noch sehen werden. So, und auch mal das Skimitar 2, kommt zumindest mal ein paar vernünftige Waffen hier, eine vernünftige Grundausrüstung. 120, hier kriegst du die. Und Rex, der wird auch mal ein bisschen ausgestattet. Der kriegt auch die besseren Varianten. Skimitar 2. Hier haben wir eben schon. Ne, haben wir noch nicht. Kriegt er eine Banshee. Ja, bitte. Ist immerhin besser als das, was er vorher hatte. Die Lancer 1 ist ja auch. Ist hier. Gut, hier noch eine Hammer. If I had a hammer. A hammer in the morning. Und ich weiß immer noch nicht, warum die Rüstungen nicht mehr bei uns im Inventar sind. Unglaublich, dass sie Balak gehen ließen, um uns zu retten. Ich hatte mich bereits damit abgefunden, dass sie uns sterben lassen. Ein paar zum Wohle aller Opfern. Dann wäre ich keinen Deut besser als diese Batarianer. Außerdem wird Balak nicht davonkommen. Ich weiß jetzt, wo er ist. Er kann nicht ewig weglaufen. Weiß er das? Tja, jetzt klingen sie wie mein Bruder. Er war auch immer so stur, aber auch immer bereit, das Richtige zu tun. Was es auch kostet. War Ihr Bruder derjenige, den Balak umgebracht hat? Ja, Aaron. Er hatte mich überredet, mich dem Team hier anzuschließen. Er sagte, es wäre sowas wie ein Abenteuer. Ich will nicht undankbar erscheinen, aber ich sollte mich um Aaron kümmern. Verstehe. Sie haben heute bereits genug durchgemacht. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Danke. Ach, ich kenne nicht mal Ihren Namen. Shepard. Commander Shepard. Danke, Commander Shepard. Sie sind nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte, aber trotzdem danke. Was können Sie mir über die Batarianer sagen? Was wollten Sie mit dem ganzen Theater hier erreichen? Ich glaube, das wissen Sie selbst nicht. Als Sie eintrafen, hieß es, dass Sie uns auf Ihr Schiff bringen wollten. Sie wollten uns als Sklaven verkaufen. Als Balak dann auftauchte, änderte sich alles. Es war seine Idee, den Asteroiden umzuleiten. Er sagte, das wäre der Wille der Batarianischen Rebellion, was auch immer das sein mag. Sie befolgten seine Befehle zwar umgehend, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, sie sind nicht alle so fanatisch wie er. Das war sehr tapfer von Ihnen, Kate. Sie haben Ihr Leben aufs Spiel gesetzt, als Sie mich über Funk kontaktierten. Sturheit und Zielstrebigkeit liegen in der Familie. Mein Vater gehörte zur Allianz der Erde. Ich glaube, er war enttäuscht, als ich keins seiner Kinder verpflichtete. Dennoch wäre er stolz gewesen auf Aaron. Tut mir leid. Ich bin nur... Wie ist der Asteroid hierher gekommen? Warum wurde niemand früher alarmiert? Der Asteroid sollte in ein oder zwei Tagen eintreffen. Balak hat die Sache nur beschleunigt. Dieser Felsbrocken ist voller wertvoller Mineralien, aber er war zu weit von Terra Nova entfernt, um sie abbauen zu können. Also brachten wir einige Fusionsraketen an und machten uns auf die Reise. Alles verlief problemlos bis... Bald wird alles wieder in gewohnten Bahnen ablaufen. Fast alles. Sie haben viel durchgemacht. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Bis bald, Kate. Ich weiß das zu schätzen, Commander. Auf Wiedersehen.
Okay, wir haben einen neuen Stufenaufstieg erreicht. Sie ist natürlich äußerst traurig. Auch hier drin wäre auch noch eine das wäre die Bombe gewesen, die dann explodiert wäre wahrscheinlich. Nee, also das Geißeln zu opfern, um den Typen draufgehen zu lassen, das wäre Schwachsinn gewesen, das wäre hartherzig gewesen. Danke nochmals, Commander. Sie haben mehr getan, als Sie vielleicht ahnen. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich hatte uns alle schon abgeschrieben. Aber ich weiß immer noch nicht, wieso Shepard der Meinung ist, zu wissen, wo Balak ist. Weil der sich jetzt einfach verkrümelt hat. Eigentlich wissen wir es nicht. Warum jetzt? Was wollen die Batarianer? So, mal kurz die medizinischen Vorräte wieder ein bisschen aufgestockt. Ich brauche auf jeden Fall eine andere Rüstung, eine schwere Rüstung jetzt, wo ich das auch machen kann. Vor allem muss ich aber meine Punkte ausgeben, fällt mir gerade auf. So, was haben wir denn hier? Präzisionsgewehr. Ach, okay. Meine Pistole ist dann wahrscheinlich die Schrotflinte, genau. Wäre natürlich auch eine Option, hier mal drauf zu gehen, damit wir hier den Schaden um einiges dann erhöhen können. Präzision, ja gut, Präzision von der Schrotflinte ist jetzt nicht so wichtig, wobei es hier nicht ganz so extrem ist wie in anderen Spielen, wo man... Oh, meine Katze schaut an der Tür, ich weiß nicht, ob man das hört. Komm rein. So. Ach. Dicke Katze mit im Raum. Okay, weil also es ist nicht ganz so schlimm wie in anderen Spielen, wo man so eine unglaublich hohe Streuung hat, dass man wirklich bloß auf, weiß ich nicht, 3-4 Meter Entfernung schießen kann. Hier geht es ja doch schon ein bisschen weiter, da ist es vielleicht schon ein bisschen sinnvoller, dann auch auf sowas zu gehen. Oh, erweiterte Overkill, das klingt natürlich interessant. Ich glaube, ich gehe mal hier auf die Kampfpanzerung, da haben wir noch den Schildboost mit drin. Erste Hilfe geht jetzt auch. Ach, das haben wir ja hier freigeschaltet. Okay, was macht das? Erste Hilfe regeneriert 60 Gesundheit pro Einsatz. Oh, ich glaube, ich gehe mal darauf. Das finde ich gut. Die Fitness haben wir auch noch nicht. Die kommt dann hier mit dem Sturmangriffstraining wahrscheinlich. Ja, genau. Die verbessert rein die Gesundheit. Das sollten wir vielleicht beim nächsten Mal dann mal mitmachen. Gefällt mir auch gut. Okay, und dann machen wir uns wieder auf den Weg und haben den Asteroiden abgeschlossen. Der DLC ist damit schon mal durch. Wir haben also gesehen, was es damit auf sich hat. War ganz nett, ist halt eine kleine Geschichte nur, ne? Das, also, man muss auch sagen, ich habe das jetzt kostenlos im Internet gefunden. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Sie getan haben. Für uns alle. War halt wirklich, ich habe es im Internet gefunden zum Download und habe es dann runtergeladen. Also, der hat mich jetzt nichts zusätzlich gekostet, ich musste es halt nur runterladen und mit installieren. War eine kleine, nette Zusatzgeschichte, ist jetzt nichts Großartiges. Aber kann man mal machen. Wir bewegen uns zurück zu Normandy und lassen den Asteroiden hinter uns.